Moin, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer Folge Assassin's Creed Valhalla. Ich habe mich einem neuen Gebiet angeloben, Eo Vorweg, das heutige York. Dort soll ich mich mit ein paar alten Freunden wieder treffen. Einem Hinweis auf den Orden folgend begibt sich Eivor nach Eo Vorweg und sucht einige alte Freunde auf, die vielleicht helfen können. Mal sehen, was hier los ist. Hier sollen viele Ordensanhänger sein. Hier oben in Eo Vorweg 3 wurden, glaube ich, genannt. Wir schauen mal, was hier oben los ist. Vom Prinzip her wissen wir es nicht, nur dass der Orden hier wieder seine Finger im Spiel hat. Hören wir uns doch mal einfach an, was unsere alten Freunde zu sagen haben. Leofina ist, glaube ich, eine davon. Ich rodel hier einfach mal runter. Es schneit alles. Ja, wir sind im Norden, natürlich schneit es hier. Komisch, wie der hier gerade runtersteigt. Es gibt hier in Eo Vorweg noch einen Goldbarren da oben. Ihr seht den vielleicht in eurem Kompass. Noch einen Schatz. Wenn ich den habe, habe ich in jedem Gebiet jeden Schatz gesammelt. Leofina heißt sie. Irgendwer sollte wissen, wo ich sie finden kann. Alles klar, dann sollte ich mich mal hier durchfragen. Ja? Sonst finden wir auch unsere Freunde. Ich könnte ja mal den Vögel rufen. Das ist auf jeden Fall der Hafen. Also laufen wir einfach mal hier lang. Ich habe jetzt kein direktes Ziel, aber... Aha. Ich habe jetzt... Doch, jetzt habe ich blaue Ziele, aber ich habe auch jemanden, mit dem ich reden kann. Wer bist du denn eigentlich? Kennen wir uns? Mein Freund, kannst du mir helfen, ein paar Landsleute zu finden? Ich suche nach Jör und Jofina. Jör und Jofina. Den kenne ich. Seid ihr befreundet? Okay. Ja. Dann wirst du von mir keine Hilfe bekommen und sicher auch von keinem anderen Händler. Wenn du mich nun entschuldigst. Haben die etwa ein Problem mit dem? Hat Jör ihm Unrecht getan? Werden wir in Erfahrung bringen, nicht wahr? Okay, hier gibt es auf jeden Fall jemanden, mit dem ich reden kann. Primär. Geh jetzt. Wir führen einen ordentlichen Hafen in Joffa weg. Grigori. Nicht so komisch gucken, Junge. Macht mir Angst. Und wer war das? Einer vom Orden vielleicht? Du musst der Hafenmeister sein. Wie kommst du darauf? Alle hier hassen dich. Wie ich gerade deinem Freund dort erklärte, wenn deine Waren eingezogen wurden, musst du dich an den Rat wenden. Die Händler interessieren mich nicht, aber ich suche jemanden. Jör und Jofina. Du kennst die beiden? Was hast du mit ihnen zu schaffen? Wir sind wohl nicht angesehen hier, ne? Das geht dich nichts an. Sag mir, wo ich sie finden kann. Ich kenne sie. Stimmt mal das Letzte, ne? Karten am Tisch, direkt vor dir. Ja, ich kenne sie. Ja. Du scheinst sie auch zu kennen. Weise mich einfach in die richtige Richtung. In einem von Blumen umgebenen Herrensitz oben auf dem Hügel. Dort wohnen sie. Der schickt mich bestimmt jetzt irgendwo hin. Ich hätte etwas Silber für meine Mühen. Wie wäre es, wenn ich dir die Zunge rausschneide? Auch guter Plan. Vergiss, dass ich gefragt habe. Und weh, du hast mich angelogen, Junge. Na gut. Er muss sie ja nicht hassen. Naja. Aber der Händler, der mag die gar nicht. 80 Meter, Leute. Gehen wir mal rüber. Gebiet finden. Na, dann kommen wir mal, ja. Zeig mir was vor. Das geschmückte Haus dort. Das Julfest, meine lieben Freunde, es kam ein Update raus, 2.00. Dadurch wurde das Julfest reingebracht und es scheint auch der Fall zu sein. Ganz Englerland feiert das Julfest, das Weihnachtsfest. Und es sollen auch Bugs gepatcht worden sein. Zudem soll unsere Siedlung weiterhin ausbaubar sein. Ich muss allerdings zugeben, in der Siedlung war ich jetzt auch. Ich wollte ein Update-Video machen, aber es... war nicht wirklich irgendwas ersichtlich, ne, vom Update. Es kann natürlich sein, dass die Bugs fix worden sind. Und das ist jetzt hier der erste Hinweis auf das Julfest. Ne? In Refnatorp, in unserer Siedlung, habe ich davon nichts wirklich gesehen. Aber wer weiß, vielleicht kommt kurz vor Weihnachten doch noch irgendwie eine Festlichkeit zu unserer Siedlung. Und diese Leiche, das ist weder Jör noch Jofina. Verstreute Schriftrollen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um York.
vielleicht tut sich dann doch noch was bezüglich Julfest. Aber das sieht doch eigentlich schon ganz nett aus, wenn sie hier Weihnachten feiern. Mhm. Hier gab es einen Kampf. Sieht aus, als wäre er draußen weitergegangen. Dann schauen wir doch mal. Ich hoffe, dass viele Bugs gepatcht worden sind. Es ist sogar kommentiert worden im Netz, dass viele Leute aufgrund dieser Bugs und so, dass sie so heftig sind, dass sie ihre Hauptstory noch nicht mal mehr abschließen können. Blut, aber keine Leiche. Nicht nur die Weltereignisse, die Kleinigkeiten. Ich muss allerdings zugeben, ich hatte jetzt Glück, dass ich alle Weltereignisse abschließen konnte. Ich weiß nicht, was... aber ich habe auch Bugs mitbekommen. Viele. Ist das einer der Diebe? Ich hoffe für alle Spieler, dass das endlich gepatcht worden ist. So, folge den Kampfspuren. Ich habe auf jeden Fall hier Spuren. Wir folgen der Spur, mal ganz easy. Was blutet Hengris? Reite auf Bjarmaland! Jufina. Da haben wir unsere erste Freundin gefunden. Wer ist da? Komm näher! Sofort! Alles gut. Keine Sorge! Ich bin es, Jufina. Eivor! Eivor? Jufina. Was? Wer schickt dich? Gehörst du zu denen? Atme durch, Jufina. Du bist aufgewühlt. Du kennst mich. Ich bin ein Freund. Wirklich? Du tauchst hier ganz plötzlich auf. Diese Leute wollten mich töten. Wieso? Ich bin hier, um zu helfen. Würdest du mich unbewaffnet töten? Wir müssen hier verschwinden. Ich bin hier, um zu helfen. Ich habe von Problemen in Jofavik gehört. Ich wollte nur helfen, bei meiner Ehre. Glaub mir, wir sind Freunde. Tut mir leid. Ich wollte nicht an dir zweifeln. Die letzten Wochen waren etwas angespannt. Hier scheint einiges abgegangen zu sein. Was wollten sie von dir? Sie wollten wohl das hier. Ich weiß nicht, was das ist, doch diese Männer waren bereit, dafür zu töten. Ein armer Mitstreiter Christi. Du kennst ihn? So einen Brief habe ich schon einmal gesehen. In London. Diese Stadt ist in großer Gefahr. Wo ist Jör? Die Ordensanhänger. In der königlichen Halle. Ich bringe dich hin. Alles klar. Alles schön geschmückt. Es ist womöglich nicht sicher. Na gut, ich glaube, die Fans waren vorher schon da. Okay. Jetzt sind wir im Misstrauensgebiet. Okay, da müssen wir aufpassen. Begleite Jufina. Ich glaube, das L wird kaum ausgesprochen. Jufina. Reicht auch. Zur königlichen Halle. Dann ist der Jörn da, nicht? Ich komme an diesem Schatz nicht dran, weil diese Truhe mit zwei Schlössern verriegelt ist. Aber ich finde einen Schlüssel nicht. Okay, ich setze mich erstmal hin. Ich schätze mal, die sollen abhauen. Wieso stehst du jetzt schon da? Sie kann doch nicht weit sein. Sieh dich um. Junge, 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 das war knapp. Na los. Ich bleibe jetzt mal hinter denen. Wie soll ich denn an das Ascher vorbeikommen? Okay. Untertauchen. Das ist das erste Mal, da ich so richtig so tun muss, als ob, ne? Dass ich diese Untertauchenaktion machen muss. Kann ich beschwören. Jufina geht einfach dran vorbei. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber... Der wird mich sehen, wenn ich jetzt aufhöre hier. Hast du was gehört? Nein. Halt die Augen offen. Hast du nicht. Ich muss auch langsam gehen, ich muss aufpassen. Lufina, was ist los hier? Geh weiter. Ein herzliches Willkommen. Ja, ja, ja. Geht hey, weiter. Sieh mal dort. Ist sie das? Nein. Mehr von denen. Dort. Ich werde den Betrunkenen anlocken, damit ich den nutzen kann. Komm mit, Mann. Hier gibt's doch keine Fässer. Das ist doch was geht da vor sich?
Okay, hat geklappt mit dem Betrunkenen. Ich finde, das ist richtig. Ich glaube, cool. Jetzt sind wir sicher. Bei den Göttern, Eivor. Du hättest zu keiner besseren Zeit kommen können. Nenn das Schicksal. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege noch einmal kreuzen. Jedoch hatte ich etwas Ruhigeres im Sinne. Wir sind einem Problem entflohen, nur um uns in einem anderen wiederzufinden. Während König Rixige von seinen Geldsorgen vereinnahmt wird, hat sich eine Gruppe namens Rote Hand hier nach Gutdünken breit gemacht. Waren das die Angreifer? Ja und nein. Das waren Banditen, aber irgendwer hat sie unter Kontrolle. Such nicht weiter als bis zu den Namen in diesem Brief. Sie zu töten ist der Grund, warum ich hier bin. Aber es sind Decknamen. Das könnte jeder sein. Der Schlamm in den Straßen tropft meist aus den Rinnen der großen Hallen. Sieh dir im Zweifel die Mächtigen an. Du meinst den Rat? Das ist ziemlich cool hier, ne? Ist Mitglied des Rats. Ja, das könnte von noch Vorteil das Kolosseum. Jemand, dem wir trauen und der uns Antworten liefern kann. Ja, wir sind beinahe da. Finde ich gut. Wir können mal ein bisschen Gas geben hier. Jawohl. Es freut mich, dich zu sehen, alter Freund. Herzlich willkommen hier in Ufowik. Es ist schön, dich wohl aufzusehen, Tja. Euch beide. Was machst du hier? Du kommst doch nicht den weiten Weg nur wegen des Julfests. Okay, die sprechen es an. Das finde ich gut. Die sprechen es an. Vor einer Fäulnis in deiner Stadt. Ja. Drei Personen, korrupt und gefährlich. Wir sollten zusammenarbeiten, um sie ins Licht zu zerren und zu töten, bevor sie die Macht an sich reißen. Wenn ich helfen kann, bin ich bereit. Wie in Lunden, das waren auch drei Personen. Wir können nicht einfach in der Stadt herumstochern und morden, wie es uns beliebt. Die wollten mich töten, Jör. Was? Diese Leute schickten die Rote Hand nach ihr aus und wollten ihre Spuren mit Blut in deinen Straßen verwischen. Doch es misslang. Dieser Brief wurde an unser Haus gesendet. Die Nadel? Die Feuerprobe? Die Nadel habe ich schon gehört. Okay, das sind drei Orden. Anhänger. Dies sind ihre Decknamen. Unsere Spur. Hör auf ihn, Jör. Er hatte bereits mit diesen Leuten zu tun. Unheil ist nach Jofavik durchgesickert. Doch König Rixige hat alle Hände voll zu tun. Und daher auch ich. Ich übernehme den Part gerne. Diese Einsicht wird auf taube Ohren stoßen. Das interessiert mich nicht. Alles, was ich euch gesagt habe, bleibt unter uns dreien. Aber ihr solltet mich dem König vorstellen. Ich muss mit ihm übereinkommen, wenn wir uns hier frei bewegen wollen. Ja, auch mit den Verbünden, nicht wahr? Das ist ja auch letztendlich unser Ziel, nicht nur diese Ordensanhänger. Was ist los, Lufina? Die Pikten gewinnen diesen Krieg. Wir sollten jede Unze Silber zusammenkratzen. Sie verschweigen uns was. Um Nahrung für unsere Männer zu besorgen. Verstanden, lieber Faravid. Aber wir haben auch eine Verantwortung der Stadtbevölkerung gegenüber. Das Julfest muss weitergehen. Genug! Je mehr ihr streitet, desto stärker schmerzt mein Schädel. Das ist der König. Tja, ich wusste nicht, dass wir Gesellschaft haben. Noch dazu solche, die ich nicht billige. Du wirst dich aber mit uns abgeben müssen. Sei gegrüßt, Herr, hüte deine Zunge. Gegenüber einem König sollte man so nicht reden. Deine Stadt ist in Schwierigkeiten, das sollte ich nicht an der großen Glocke hängen. Ich begrüße ihn erstmal höflich, mit Respekt, nicht wahr? Sei gegrüßt, Herr. König Rixige, ich bin Eivor vom Rabenclan. Nun, Eivor vom Rabenclan, wie du siehst, bin ich gerade sehr beschäftigt. Hjör hielt es wohl für angebracht, dass du mich unterbrichst. Vermutlich, weil er es nicht besser weiß. Du wirst verdammt beschäftigt sein, wenn du die Leichen von der Straße kratzen darfst. Ja. Ich sehe es mir gerade an. Eine Freundin wäre fast deswegen gestorben. Jufina wurde von der Roten Hand angegriffen. Sie plünderten ihr Haus, zerstörten ihr Eigentum und jagten sie durch die Straßen. Diese verdammten Schurken wieder! Sie lebt. Doch die Rote Hand wird zu einem immer größeren Problem. Und was hast du damit zu tun? Bist du eine Art Mietklinge auf Wanderschaft? So was in der Art. Das ist Jarl Sigurds Dränge. Sie besetzen unser altes Lager am Nene, wenn ich mich nicht irre. Ich bin Faravid, Heerführer von Halfdan Ragnarsson. Und dieser wohlgenährte Tunichtgut ist Audun, erster Greve von Jofavik. Ich habe schon früher solche Aufständischen gesehen. Sie sitzen, sie warten. Und sobald man seine Deckung vernachlässigt, speisen sie wie Unkraut. Wenn wir nichts tun, werden sie euch Jofavik unter den Füßen fortreißen. Das wollt ihr nicht und Halfdan auch nicht. Die wissen von der Roten Hand, aber nicht vom Orden, nicht wahr? Also was willst du? Es sei denn, einer von denen gehört damit bei. Befreie deine Stadt von ihnen. Du musst dich um nichts kümmern. Sie stecken ihre Hände in die Geldbeutel der ganzen Stadt. Ihre Ziele sind Edle, Händler und alle, denen sie etwas abpressen können. Und sie werden größer, wie du es sagtest.
Vor dem Julfest würde ich mich nur ungern mit ihnen befassen. Wir können uns nicht leisten, einfach wegzusehen. Wenn wir nicht die Mittel haben, uns um die rote Hand zu kümmern, dann soll Eivor es tun. Tu, was du kannst, aber tu es leise. Ich will nicht, dass die Öffentlichkeit Wind davon bekommt. Dachte ich mir. Stell die Mittel für Nahrung und Ale für Faravids Männer bereit. Und achte darauf, dass noch genug für das Fest bleibt. Aber wie gesagt, wir haben nicht... Dann treib sie auf. Ich habe gesprochen. Mit Sicherheit ist einer von diesen hohen Leuten einmal Mitglied vom Orden. Meiner Meinung nach, damit er nämlich Einfluss hat auf diese, auf die Politik in dieser Stadt. Ja, ungefähr so. Alles klar. Diese rote Hand, das sind also Anhänger von den drei Ordensmitglieder. Rixige kommt mir nicht in die Quere. Niemand kann abstreiten, dass die rote Hand erledigt wird. Jetzt dürfte ich mich hier aber frei bewegen dürfen. Das Geheimnis muss unter uns dreien bleiben. Hier sind noch mehr Leute. Also, das ist eine... Die Skalden sagen, Eivor sucht Jomswikinger. Ja, ich suche einen ganz bestimmten. Ein Freund von mir hat auch einen Jomswikinger gemacht, aber ich finde den einfach nicht. Ich weiß, wenn ihr einen Jomswikinger von einem von euren Freunden anheuern wollt, müsst ihr ihn auch bei Ubisoft selber, Ubisoft Club, in die Freundesliste mit eintragen. Also mit einladen. Dann müsst ihr ihn aber noch auf der Karte suchen. Jomswikinger sind in größeren Städten vorhanden. Ne? Also ich habe ihn noch nicht gefunden. Finde ich eigentlich blöd gemacht. Meine Liebste, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich hätte da sein sollen. Unsinn, du hast Pflichten zu erfüllen. Außerdem sind ein paar Banditen wohl kaum ein Grund zur Sorge. Ich bin nur froh, dass du unverletzt bist. Eivor, ich bin in der Nähe, falls du mich brauchst. Sie ist asiatischer Abstammung. Sobald du den Schwanz gepackt hast, lässt du nicht mehr los. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Ich höre es anders. Weicher. Politik. Das treibt Nordmännern den Nordmann aus. Ich freue mich für ihn. Und für dich auch. Ihr habt wirklich etwas aus euch gemacht? Vielleicht. Was hast du da? Christliche Texte. Evangelien. Das Buch Kohelet. Die Offenbarung des Johannes. Kotlet. Die rote Hand stiehlt alles, was sie finden kann. Wir haben zwar jetzt das Sagen in der Stadt, doch die Christen müssen ihrem Glauben nachgehen können, wie sie wollen. Das sieht die rote Hand anders. Schlimmer noch. Audun fürchtet, dass sie sich bald die Archive vornehmen. Zwischen dem und dem Aufruhr im Hafen würde ich sagen, dass wir einige Spuren haben. Das ist dann böse. Was will die rote Hand mit heiligen Texten? Ich traf den Hafenmeister, erzähl mir mehr. Ich werde jetzt gehen. Nein, ich frage mich ein wenig durch. Ja, ich traf den Hafenmeister, erzähl mir mehr. Was will die rote Hand mit den heiligen Texten? Ich frage erstmal und dann gucke ich mal, ob ich das andere noch nehmen kann. Was will die rote Hand mit den christlichen Texten? Das ist die Frage. Was auch immer, sie tun alles Erdenkliche, um sie zu bekommen. Sie haben sogar Menschen verbrannt, die sich weigerten, ihnen zu geben, was sie wollten. Wo befindet sich die größte Sammlung von Texten in dieser Stadt? In den Archiven. Jedoch waren sie noch nicht so dreist, dort anzugreifen. Da werde ich sie dort erwischen. Ich werde sie dort erwischen. Vielleicht. Ich traf den Hafenmeister, erzähl mir mehr. Ich kam am Hafen vorbei, als ich hier eintraf. Der Hafenmeister wurde argwöhnisch, als ich nach euch fragte. Das überrascht mich nicht. Er hat Joforwigs Geldmangel genutzt, um die Steuern zu erhöhen, als wäre ihm das vom Rat befohlen worden. Hjör würde die Menschen nie so behandeln, selbst wenn Rixige es so wollte. Der Hafenmeister ist ein Dieb und ein Lügner. Vielleicht braucht er eine Tracht Prügel. Ja. Ich werde mich nochmal im Hafen umsehen. Finde ich gut. Prügeln ist gut. Dort werden die Waren der Händler festgehalten. Okay, ich werde jetzt gehen. Auf den Weg. Hafenmeister prügeln und nein, die Archive. Suchen und warten. Achte auf Zeichen. Jemanden, der sich verdächtig verhält. Alles. Ich würde das Herz eines Pferdes schlucken, um dich zu begleiten. Das weiß ich. Doch deine Treue ist der Grund, wieso ich dich hier brauche. Sobald ich etwas finde, komme ich wieder. Sei meine Augen in der Politik und die Ohren natürlich, nicht wahr? Okay, ein herzliches Willkommen. Haben wir jetzt zwei Quests. Ein Beherrschungspunkt ist auf jeden Fall schon mal sicher. Ich will hier raus. Da. Mehrere Quests angenommen. Das heißt zwei. Stich in die Nadel. Brenne wie Zunder. Jetzt gehe ich mal bei Orden. Ja, wir schauen mal, wo die drei sind. Sind das die?
Aha. Die Dexel ist ein Ordensmitglied, den ich auf durch Hinweise auf der Welt, die da verteilt sind, nebenbei suchen kann. Ne? Der ist storyunabhängig. So. Der Zunder ist storybedingt, die Nadel und die Kammer, so wie es scheint. Wenn ich dann diesen Knallkopf noch finde, offenbart sich die Zwinge. Da bin ich aber gespannt. Ey, dann haben wir ja schon 4 von den großen Dingern hier. Magistra, oder wie die heißen. Ja, und dann fehlt noch die Hake. Dafür muss ich allerdings diese hier klar machen. Okay, wir kümmern uns mal um diese Sachen. Halt. Quest, wir können auf jeden Fall eine machen, glaube ich, ne? Stiche die Nadel. Finde den Hafenspeicher. Wo ich also gerne ins Archiv gehen will. Okay, ich gehe mal ins Archiv. Da gibt es sich um hoffentlich einige Antworten zum Diebstahl christlicher Texte durch die Rote Hand zu erhalten. Finde ich eigentlich noch... Ich soll mich jetzt hier frei bewegen dürfen, ne? Der König hat mir freies Geleit gegeben. Dann brauche ich hier auf jeden Fall nicht so schleichen. Okay, wir sind schon im Archiv. Audun glaubt, dies könnte das nächste Ziel der Roten Hand sein. Archive christlicher Texte hört sich für mich auf jeden Fall schon... logisch an, ne, dass sie die vielleicht vernichten wollen. Hier muss Audun die Papiere des Rates verwahren. Das Obergeschoss ist noch unsicher. Wir holen die dort verwahrten Schriftrollen, wenn die Schäden behoben sind. Es sind bereits Schäden vorhanden. Er ist nicht hier. Waffen und Vorräte. Aber nicht genug, um selbst das kleinste Heer zu unterhalten. Ja, nicht besonders viel. Ich sollte mich umsehen. Mach ich gerade. Holz, Lebensmittel, Wein. Eine Liste teurer Waren, wie man sie für ein Fest braucht. Das Julfest. Offizielle Schriftrollen, gestempelt mit einem Siegel. Rechtskräftig. Ich kann mit ihm jetzt nicht reden. Es hieß Obus Stockwerk, nicht wahr? Es muss auf jeden Fall ein... Ah, hier, guck mal. Prälevizunde aktualisiert. Danke, Audun. Ich muss dann gleich damit los. Eivor. Natürlich. Eivor, nicht wahr? Was führt dich in unser Archiv? Ich möchte mich nach diesen christlichen Texten erkundigen. Yuffina sagte, dass die Rote Hand sie stiehlt. Und sie zerstört. Ich fürchte, dass sie dieses Archiv als nächstes angreifen. Die Äbtissin bot mir an, die Texte in Sicherheit zu bringen. Sie arbeitet sehr sorgfältig an diesem Problem. Du beschämst mich, Herr. Ich möchte nur helfen. Äbtissin Ingiborg, dies ist Eivor, ein hochgeehrter Gast aus dem Süden. Eivor hat angeboten, dabei zu helfen, Jovorvik von der Roten Hand zu befreien. Kann ich etwas tun? Wie wurdest du hier hineingezogen? Warum bewahrst du diese Texte? Sie hat angeboten, die Texte in Sicherheit zu bringen. Wenn ich sie aber hier aus dem Archiv rausschaffe, mit einer Kutsche oder irgendwas, was hält die Rote Hand dann davon ab, diesen Transport zu überfallen? Vielleicht ist genau das der Trick dahinter, weil sie in das Archiv nicht reinkommen, weil hier gesichert wird. Zumindest hieß es. Ich sehe zwar nichts von großartig von Sicherheit, aber man hat es gesagt, dass sie hier sichern. Wie wurdest du hier hineingezogen? Ich frage mich durch. Eine Äbtissin erscheint mir wenig gewappnet gegen eine Bande gnadenloser Banditen. Es ist meine Pflicht, die Rolle des Christentums in unserem Leben zu beschützen. Texte wie dieses Evangelium des Matthäus sind weit mehr als reine Schriftstücke. Sie sind ein Geschenk. Sie verbreiten das Wort Gottes und das muss bewahrt werden. Koste es, was es wolle. Ich bewundere deine Entschlossenheit. Doch solange die Rote Hand nicht zerschlagen wurde, sind die Besitzer der Texte in großer Gefahr. Die Rote Hand scheint zu wissen, wo sie diese Texte suchen muss. Das auf jeden Fall. Vielleicht hatten sie ja Hinweise. Kannst du dazu etwas sagen? Ihr wisst mehr, als ihr sagt. So viel ist klar. Die Äbtissin hat einen Verdacht. So sehr es mich schmerzt, das zu sagen. Ich vermute Schlimmes in der Pfarrei. Ich habe konspiratives Geflüster gehört. Und der Bischof, er hat sich in der Pfarrei herumgetrieben und im Schutz der Nacht die Priester aufgesucht. Das ist verdächtig. Dann statte ich diesen das Mann ist verdächtig. Okay, befindet sich auf dem Weg zum Münster. Dort sollte ich nach dem Bischof suchen. Kann ich mit dir nochmal reden? Ich muss ebenfalls Vorbereitungen für das Julfest treffen.
Komm doch vorbei, Eivor, und trink mit uns. Wenn der ganze Spaß vorbei ist mit der roten Hand, trinke ich gerne ein mit euch. Warum auch nicht? Okay, erkunde die Pfarrei. Nicht Pfarrerei, Pfarrei. Okay, ein Bischof, von dem wir eigentlich so nichts gehört haben. Er ist auf jeden Fall ein ganzes Stück entfernt. Wir sehen uns vor Ort. Okay, bis gleich. Erkundungsgebiet brenne wie Zunder. Sind wir noch am Start? Die Äbtissin sagte, dass sie Geheimnisse zwischen den Priestern und dem Bischof. Es ist so still. Was denn? Ah, lass mich in Ruhe! Bitte! Warum zitterst und schwitzt du dermaßen? Die rote Hand! Sie sind überall! Bitte! Ich will keinen Ärger! Sieht aus, als wären alle anderen geflohen. Also, was machst du noch hier? Ich warte auf den Bischof. Einer der Brüder sagte, er würde bald zurückkommen. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Wo ist dieser Bruder? Er hat sich eingeschlossen. In diesem Haus, dort. Okay. Okay, der Haus des anderen Priesters hat ein schwaches Dach. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, Leute. Ich muss einen Weg hineinfinden. Sehr guter Hinweis. Ich hätte mir jetzt wieder einen Ast abgesucht. Aber geh mal rein. Es ist auch nicht der Bischof, es ist ein Priester. Bleib mir vom Leib! Zurück! Ah. Du stinkst. Bist du schon lange hier, Priester? Für wen hältst du dich, dass du hier einfach eindringst? Das war mein Besitz, den du zerstört hast. Entschuldigung. Warum versteckst du dich? Ich werde dich auslöschen. Sag mir, wo der Bischof ist. Ich suche den Bischof. Wo ist er? In seinen Gemächern. Er sagte, er kehrt zurück, sobald er eine Privatangelegenheit erledigt hat. Aber das ist einige Zeit her. Führ mich hin. Okay. Was hast du denn mit ihm vor? Sofort. Herr, vergib mir. Na, was für eine Privatangelegenheit. Ich will den Bischof noch treffen. Was riecht da so verbrannt? Okay. Das ist auf jeden Fall. Texte. Die Äbtissin hatte recht damit, den Bischof zu verdächtigen. Wo ist der? Blut. Die rote Hand war hier. Hier gab es einen Kampf. Wo ist der? Oh mein Gott, die haben den voll abgefackelt. Was? Der Bischof! Nein, ich kann nicht hinsehen. Wieso soll ich den nehmen? Ein verkohlter Brief unter der Leiche. Muss versucht haben, ihn zu verstecken, bevor er starb. Oh, dieser Gestank. Er sieht aus wie Sorts Scheiße. Okay, das müssen wir lesen. Mit Brüder des Lichts, mit schwerem Herzen lege ich nun meine Aufgaben in Münster nieder. Die Schriften, welche wir dort verwahrten, wurden befleckt und ich kann die Methoden der Äbtissin nicht länger dulden. Das ist die Frau, die wir getroffen haben. Gott vergebe mir die Entweihung dieser heiligen Texte. Meine Brüder, höret aufmerksam zu. Die Kirche ist nicht länger ein heiliger und sicherer Ort. Derweil ich diesen Brief schreibe, fürchte ich um mein Leben. Der Zunder vergesst diesen Namen nicht. Sie ist. Der Rest der Nachricht wurde abgebrannt. Sie ist. Vielleicht die Äbtissin? Das ist auf jeden Fall schon mal ein Hinweis. Der Zunder ist eine Frau. Das ist ein Ordenshinweis. Das ist ein Geständnis. Der Bischof spielte eine Rolle bei der Zerstörung der Texte. Gegen seinen Willen. Der Rest des Briefes ist verbrannt. Aber er erwähnt das Münster und die Äbtissin. Ob sie diese Texte dort aufbewahrt hat? Seht euch um. Durchsucht jedes Zimmer. Sie müssen hier irgendwo sein. Weiblicher Soldat? Da sind sie. Die rote Hand. Oh Herr, sei gnädig. Schweig. Bloß keine Aufmerksamkeit. Die rote Hand. Ja, die rote Hand, aber ich habe den Ordenshinweis. Ich muss mal gucken. Mir das bestätigen lassen. Der Zunder, Weibchen. Sie ist im Münster tätig. Der Zunder hält sich in Ehrfurcht auf. Es gibt noch einen Hinweis und dann haben wir sie. Und so wie sie aussah, ist es tatsächlich die Äbtissin gewesen. Ne? Scheiße, ich bin dahinter nicht, Zunder! Ich bin dahinter nicht versteckt. Das ist böse. Hahaha, hat für beide ausgereicht. Komm her!
ist also die rote Hand. Okay, durch den Haupteingang und dann von innen nach oben. Es muss einen anderen Zugang geben. Okay. Hier ist noch eine kleine Nebentür. Oh, oh, super. Die verbrennen hier alles. Das ist der Zunder. Fragezeichen? Ja, vielleicht auch nicht. Bist du der Zunder? Ich glaube nicht. Fragezeichen. Das heißt, ah, die wollen mich hier verarschen. Bezüglich des Zunders wird es bestimmt eine Videosequenz geben. Äbtissin, sieh doch! Sie verbrennen die ganzen Schriftstücke! Wieso verhinderst du das nicht? Sie ist es. Weil ich den Befehl dazu gab. Ingeborg. Das war aber so klar, was? Oder? Die Pergamente, die vor dir brennen, sind voller Lügen. Solange es sie gibt, hast du keine Hoffnung, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Lügen? Äbtissin, was ist mit dir geschehen? Wir sind Gottes Kinder. Wir alle. Wende dich nicht von ihm ab, bitte. Ich flehe dich an. Noch kannst du bereuen. Gott wird dir vergeben. Du weißt, dass er es wird. Dein Geist wurde vergiftet, doch sei unbesorgt. Wir haben das Gegengift. Wir werden das Vorbild sein, dem alle nacheifern können. Du bist des Wahnsinns! Damit kommst du nicht davon! Das lasse ich nicht zu! Du kannst es niemandem sagen. Niemand wird deine Schreie hören. Wenn du es nicht erträgst, sie brennen zu sehen, dann brennst du mit ihm. Alle Texte, jeder Absatz, jede kleinste Notiz, alles. Das werde ich nicht zulassen. Ja, Feuerprobe. Feuerprobe. Wir sind aber schon gut dabei, alles abzufackeln. Wir können noch nicht eingreifen. Die Äbtissin ist die Feuerprobe. Sie tötet alle, die sich ihr in den Weg stellen. Ich muss ihr nächstes Opfer schützen. Nicht die Feuerprobe. Ja. Wenigstens dich habe ich, nicht die Feuerprobe. Okay, komm runter, 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 runter. Und los geht's. Zu einfach, zu einfach mit euch. Tod bestätigen. Damit haben wir der roten Hand schon mal den Daumen abgeschlagen. In mir hat immer schon dieses innere Feuer gebrannt. Das Verlangen, etwas Großes und Wichtiges zu tun. Doch diese Tür war mir immer verschlossen. Meine Methoden schienen so drastisch. Ich wurde verstoßen, gemieden, verachtet. Der Orden jedoch, er schenkte mir Beachtung. Er erkannte den Mut, der mich antrieb. Den Mut, die Welt zum Besseren zu verändern. Sie öffneten die Tür für mich. Und du nutztest die Gelegenheit, eine Lebensweise zu zerstören, die du nicht gut hast. Wir haben wieder und wieder gesehen, was geschieht, wenn wir die Menschen ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen lassen. Wissen muss kontrolliert werden. Nur dann wird die Botschaft von der Masse verstanden. Der Tag, an dem es nur noch eine Wahrheit gibt, rückt näher. Eine Wahrheit. Das ist das Angebot des Ordens. Sie wollte einen neuen Funken entfachen, doch tat sie es mit harter Hand. Nicht mit der Zunge einer Lehrerin. Deine Läuterungen enden hier und jetzt. Meine Arbeit ist unvollendet, jedoch nicht ohne Belang. Andere werden sie weiterführen, denn einer der vier ist unser. Wieso sagst du das? Was hat das zu bedeuten? Einer der vier? Nun gehe ich. Eine Flamme, die hell brennt und ewig weiter brennen wird.
Nun ja. Da offenbaren sich immer neue Rätsel, Leute. Nach Helheim würde ich kältere und grausamere Feuer erwarten. Okay. Sie ist in Helheim. Ich sollte wieder zur Yuffina. Sie wird von Äbtissin in Ingeborgs Beteiligung hören wollen. In der Tat. Das werde ich aber in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Wir haben jetzt schon genug in dieser Folge hier aufgenommen. Die Zwinge, wir haben auf jeden Fall einen weiteren Hinweis. Die Zwinge trägt einen schwarzen Umhang mit einem Medaillon. Wer könnte das sein? Wird sich alles noch offenbaren? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, Leute, und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.